Ich kann es ja eh nicht verheimlichen, Leute. Es ist passiert. Also, es ist jetzt auch ein ernstes Thema. Ich bitte das mit einem würdigen Respekt zu behandeln. Ich war bei Globus. Ich musste halt auch eine sehr, sehr lange Busfahrt auf mich nehmen. Und Busfahren ist ungefähr genauso schön und man, die Assoziation passt eigentlich, weil häufig passiert es auch, wie in Kotzebaden. Es ist schön. Ja, soll ich da irgendein Fazit zu sagen oder soll ich es direkt holen? Es ist halt die Döner-Thematik. Irgendwann muss man feststellen, dass Dinge von früher, die du halt nur gegessen hast, weil du broke warst und da war ein 1 € Fleischkäsebrötchen, das so dick war, nur mal eine Tagesration, dass die heute halt nicht mehr geil sind. Das muss man jedes Mal feststellen. Irgendwann wirst du halt abgehoben und merkst, ey, ich hab ja eigentlich das Geld und ich könnte mir ja besseres Essen holen. Also, ich hab's halt trotzdem geholt. Vielleicht auch mehr. Globus ist bekannt für günstige Preise im Fleischthekenbereich und für günstige Preise und in der Masse auch bei Backwaren. Und das haben sie geboten. Also damit sind sie im Hamburger Index auch absolut auf der Champions Liga. Nicht was den hohen Preis angeht, sondern einfach was das, was sich halt so Geringverdiener leisten. Es ist Wahnsinn. Es ist geil. Es ist jetzt halt nicht so nahe gelegen, dass man sagen kann, für ein Fleischkäsebrötchen radel ich mal schnell hin. Das funktioniert halt nicht, aber ich muss euch. Also, ich stand vielleicht beim Globus. Stand ich vielleicht vor etwas, wo ich dachte, das kaufst du mal, wenn du Besuch hast. Ich hab ja nie Besuch. Dann kaufe ich da. Nein, das ist auch Quatsch. Nein. Ja, okay, für den Stream können wir es machen. Ey, ich hab das halt wirklich jetzt nur wegen dem Stream geholt, okay? Es ist jetzt nicht so, dass ich da. Das ist auch Recherchearbeit, aber Alter. Hey! 800 Gramm. Also normalerweise kauft man das ja für Besuch. Aber ihr seid ja jetzt auch irgendwie mein Besuch. Das gilt auch mehr oder minder. Die ist ganz, also die habe ich selbst gemacht. Das war ganz schön schwer, das Plastik und diese fertige Verpackung zu bekommen. Mit stolzen 800 Gramm. Und ihr hättet es auch getan für 5,99. Ihr hättet es auch getan, Alter. Okay, dann schneiden wir doch mal diese Torte professionell an. Dann bekommt Malte das Stück hier. So, das bekommt Neo. So. So. Das ist halt hier, das ist kein Fondant, ne? Das ist halt wirklich Tortenboden. Oh. Mahlzeit. Die ist so geil. Alter, oh, die ist so geil. Ich muss morgen nochmal los. Kann man so eine geile Torte entwickeln einfach. Ich weiß gar nicht, warum die Leute mich nie zu Kaffee und Kuchen einladen. Die ist echt so geil. Wollt ihr auch ein Stück? Wenn ich nicht wüsste, dass du dich privat benehmen kannst, würde ich dich jetzt spielen. Hey, mach mein Image nicht kaputt. Und dann einfach stehen lassen. So. Wenn das neue IL-Equipment fertig ist, ne? Dann sollte das Indoor auch ein bisschen besser funktionieren. Wenn das neue Streaming-Equipment fertig ist, können wir ein bisschen mehr Indoor sein. Und was ich damit sagen möchte, wir können uns ja mal in einen Café setzen. War ja nur ein Vorschlag.